Fünf Tage nach dem Debakel von München wird bei Borussia Dortmund wieder trainiert. Tobi mit einer aktuell kleinen Trainingsgruppe, also nur Bewegungstherapie aktuell. Ja, es hat so ein bisschen den Eindruck. Also es sind 12 Feldspieler gewesen, aufgefüllt mit dem einen oder anderen Spieler der U19, die sich jetzt zeigen dürfen in der Länderspielpause, die aber eben auch dafür sorgen, dass überhaupt ein Trainingsbetrieb möglich ist. Zwei Torhüter noch dabei gewesen, Roman Bürki hat heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Von mir auch. Ja, und also die wirkliche Aufarbeitung des München-Spiels, die wird erst dann stattfinden können nächste Woche, wenn die Nationalspieler nach und nach wieder eintrudeln. Ja, was sind so die dringlichsten Baustellen deiner Meinung nach aktuell? Ja, ich glaube, dass man einfach gedacht hat, dass man nach diesem Interspiel weiter ist. Spätestens dann hat man es gedacht. Und dass natürlich München in dieser Heftigkeit so keiner erwartet hat, das war schon ein Schock. Und den gilt es zu verarbeiten, den gilt es eben auch aufzuarbeiten. Ich glaube, auf allen Ebenen. Und wenn man es jetzt rein fußballerisch sieht, dann wird es gegen Paderborn halt schon darum gehen, einfach eine ganz andere Einstellung auf den Platz zu bringen. Und da geht es dann tatsächlich auch um Wiedergutmachung. Ja, du hast Paderborn schon angesprochen. Wenn man mal auf die kommenden Bundesligaspiele blickt, ist eigentlich das Feld bereitet für den BVB. Also verhältnismäßig leichte Gegner. Ja, Paderborn, dann geht es nach Berlin zu Hertha, dann geht es noch gegen Düsseldorf und in Mainz. Also es sind 4 Spiele, da müssen eigentlich 12 Punkte her. Jetzt ist der Fußball manchmal so verrückt, dass ich auch gelten lasse, wenn irgendwie der BVB sehr dominant auftritt und es trotzdem nur zum Punkt reicht, okay. Aber ich sag mal, 10 Punkte ist dann tatsächlich das Mindeste, was der BVB einfahren muss, um eben auch das, was er hat liegen lassen, jetzt so ein bisschen zu reparieren. Und wenn das gelingt, dann steht man ja auch tatsächlich noch ganz gut da. Ja, wie ist so deine ganze Prognose bis zur Winterpause? Dann hat man noch Champions League in Barcelona und gegen Prag. Wird auch wahrscheinlich eine recht enge Geschichte. Also in Barcelona wird Dortmund auch nicht hoch gewinnen. Wie ist so dein Gefühl für die kommenden 5 Wochen, die es da noch sind, bis Weihnachten? Ich glaube, dass es zumindest zu früh ist noch, um jetzt zu sagen, dass man sich irgendwie in die Winterpause retten muss. Also dafür sind einfach noch zu viele Spiele jetzt auf dem Programm. Ich glaube, durch die gute Ausgangslage in der Champions League geht es jetzt darum, irgendwie natürlich das Achtelfinale zu sichern. Einmal in der Königsklasse, das ist das eine. Ja, und in der Bundesliga habe ich ja gerade skizziert. Also es wird eben darum gehen, jetzt gegen vermeintlich schwächere Teams, da hat man ja in dieser Saison auch zu häufig zu schwach ausgesehen und auch zu viel liegen lassen, sich diese Fauxpas nicht mehr leisten zu können. Darum geht's und im Endeffekt zählen jetzt erstmal nur die Punkte. Und ich glaube aber auch, dass die Mannschaft schon ein verändertes Gesicht zeigen muss und dass jetzt endlich dieser Entwicklungsschritt dahin stattfinden muss, dass man eben gerade gegen diese vermeintlich schwächeren Gegner auch so dominant auftritt, dass es eigentlich keine Frage ist, wer dieses Spiel gewinnt. Zum Abschluss noch eine Personalfrage. Marco Reus hat die Länderspielreise ja abgesagt. Wie sieht es bei ihm aus? Er hat heute nicht trainiert mit der Mannschaft, hat hinter verschlossenen Türen nur individuell trainiert. Er hat ja gegen Wolfsburg schon einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen, hat dann gegen Inter komplett pausiert, hat dann in München 30 Minuten gespielt, als es irgendwie darum ging, vielleicht nochmal zurück in dieses Spiel zu finden. Das hat nicht funktioniert. Im Nachhinein hätte man sich diese 30 Minuten dann wahrscheinlich besser schenken können, aber hinterher ist man immer schlauer, das ist klar. Ich habe noch so den Eindruck, dass, offiziell heißt es vom BVB, dass man von Tag zu Tag schaut. Man ziert sich auch da noch eine Prognose fürs Paderborn-Spiel abzugeben. Mein persönlicher Eindruck ist schon der, dass Marco Reus gegen Paderborn wird spielen können. Aber es reicht eben, stand jetzt noch nicht wieder für Mannschaftstraining. Das heißt, auch Marco Reus wird dann frühestens nächste Woche erst so richtig wieder einsteigen, wenn eben auch die Nationalspieler zurückkommen. Alles klar. Ja, dann schnaufen wir noch ein paar Tage durch und nichtsdestotrotz gibt es natürlich alle Infos rund um den BVB auf rohnachrichten.de.